Der weite Weg nach Bethlehem oder die Schnecke Sophia. Im fernen Land Israel lebte vor 2000 Jahren eine Schnecke. Sie hieß Sophia und sie war alt und weise. Alle Weissagungen der alten Propheten hatte sie gelesen und kannte sie in- und auswendig. Und sie glaubte ihnen. Sie glaubte ganz fest daran, dass einer kommt, der alles gut macht. Ein Heiland, ein Helfer. Die Schnecke wartete und wartete. In ihrem langen Leben hatte sie so viel Unheil gesehen, dass sie es kaum mehr ertragen konnte. Wie eine schwere Last lag alles auf ihr. Doch eines Tages hörte sie eine Engelsstimme, die ihr zuflüsterte: Es ist soweit. Der Heiland kommt und er kommt in Bethlehem zur Welt. Mach dich auf den Weg dorthin, um ihn zu begrüßen. Und so machte sich die Schnecke Sophia auf den langen Weg, bedächtig und langsam, aber voller Hoffnung. Und der Engel begleitete sie.